Warum können sich Neonazi-Strukturen eigentlich gerade bei uns in Dortmund so gut entwickeln? Ein Comic könnte jetzt eine Erklärung dafür liefern. Gezeichnet hat ihn ein Dortmunder, der selbst von Neonazis fast totgeprügelt worden ist. Sein Comic ist wirklich so gut geworden, sodass er jetzt bundesweit im Schulunterricht eingesetzt werden soll. Nils Oskamp hat das, was er vor rund 30 Jahren in Dortmund-Dorsfeld erlebt hat, er hat sich das quasi von der Seele gezeichnet. Dortmund, Anfang der 80er Jahre. Eine Neonazi-Clique fängt an, sich im Stadtteil Dorstfeld breit zu machen. Einem, Nils Oskamp, gefällt das gar nicht. Als ich in der Schule meine Meinung dagegen äußerte, hatte mich das fast umgebracht. Alles beginnt hier, in der Wilhelm-Busch-Realschule. Auf der Toilette wird Nils Oskamp zum ersten Mal brutal überfallen. Da ist er 13 Jahre alt. Ein Hinterhalt quasi wurde mir gelegt. Hier hat sich einer versteckt. Ich wollte gerade rausgehen. Kamen zwei von der Tür da vorne. Ich wurde von hinten festgehalten. Und dann hier von zweien zusammengeschlagen. Und der Obernazi von meiner Schule, der hat die Tür zugehalten hinten. Es folgen Monate der Verfolgung und Gewalt. Immer wieder lauern Neonazis Oskamp auf, bis sogar auf sein Elternhaus in Dorstfeld geschossen wird. Das war, nachdem auf mich geschossen wurde, bin ich dann in die Schule zurückgekommen und habe den Obernazi von der Schule sozusagen, ja, habe ich dann verfolgt. Er ist gerannt, kam da von der Schule hier rüber, ich hinter ihm her. Und ich habe dann einen Stein aufgegriffen und wollte ihn dann mit dem Stein in den Schädel einschlagen. Das Bild schon vor Augen gehabt und dann zum Glück nicht. Auch Oskams Gewaltverzicht beendet den Terror nicht. Noch einmal lauern ihm die Rechtsextremisten auf und treten ihm fast tot. Gab es ja ein Gerichtsurteil vor 2 Jahren, dass Stiefeltritte gegen das Gesicht als versuchte Tötung zu werten sind. Das war damals aber nur wegen Körperverletzung vor Gericht. Heute wäre es ein eindeutiger Mordversuch, ja. Jetzt hat der Dortmunder Illustrator seine Erlebnisse in einem Comic verarbeitet. Drei Steine heißt der und soll bundesweit an Schulen gelesen werden. Das empfiehlt die Berliner Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich seit Jahren für Opfer rechtsextremistischer Gewalt einsetzt. Comic ist ein Medium, was Jugendliche anspricht, einerseits. Andererseits thematisiert es eben auch klassische Konflikte, in denen Jugendlichen sich befinden. Also es ist ja für viele Jugendliche eine Alltagserfahrung, dass sie durch Rechtsextremisten, Rassisten körperlich bedroht werden. Und da, finde ich, gibt das Buch eben auch viele Antworten und auch Fragen, die sich eben wirklich jedem stellen. Inwieweit begegnet man dem mit Gewalt? Wann kann man Hilfe holen? Vor 30 Jahren hilft ihm ein Freund, mit der Bedrohung fertig zu werden. Heute hilft ihm dabei sein eigener Comic. Ich habe jahrelang unter posttraumatischer Belastungsstörung gelitten. Diese Albträume sind real. Die kamen auch massiv wieder auf, als ich mit dem Projekt wieder angefangen habe. Jetzt seit fast 1,5 Jahren eigentlich kaum noch. Es war vielleicht auch eine Art von kreativer Selbsttherapie. Angst hat Nils Oskamp nicht mehr. Auch wenn einige Neonazis von damals auch heute noch in Dortmund aktiv sind.